Hallo und herzlich willkommen mit Raichus Universum und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Commander Keen Teil 1 Marooned on Mars. Und wir haben tatsächlich gar nicht mehr so viel vor uns, obwohl das Let's Play erst zwei Parts hat und hiermit die Nummer 3 eingeläutet wird. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute Red Maze City. Ihr werdet gleich sehen, wieso das Ding so heißt. Und das Secret Level machen. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Satz gerade irgendeinen Sinn hatte. Aber egal, ich bin ein wenig müde und kaputt. Aber wir haben morgen ja einen Feiertag vor uns. Von daher hole ich da verloren gegangenen Schlaf nach. Dennoch muss ich jetzt kämpfen. Und zwar in Red Maze City. Oder das Level, was eigentlich heißen sollte, Backtracking City. Ihr werdet sehen, wieso. Ich glaube, diesen Garg müssen wir gar nicht erledigen. Von daher springen wir einfach direkt hoch und holen uns die Schuss. So, hat eigentlich jemand meine Aufgabe ernst genommen gehabt? Oder hatte ich diese Aufgabe überhaupt genannt? Also, das hier für mich zu übersetzen. Ich weiß ja selbst, was es bedeutet, aber so eine kleine Aufgabe für euch, denn halt eben an dieser Stelle. Was steht hier? Der Erste, der das übersetzt, hat es als Erstes übersetzt. Ich habe leider kein Budget, um irgendwelche Dinge zu verlosen. Zumindest aktuell nicht. Sudele. Da haben wir noch einen Garg. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist da unten außer Punkte nichts. Und auf Punkte, ja, scheißen wir mal. Ist der gerade da gespawnt oder ist er einfach nur da runtergesprungen? Ich hab keine Ahnung. Hallo Garg. Schön dich zu sehen. Ja, ich begrüße alle Leute so. Sudele. Ja, die Punkte können wir uns mal holen. Das ist relativ. Und ein Leben. Ja, wir können die Punkte jetzt stehen lassen. Nachdem ich das Leben rausgeholt habe, was ich so schmählich verschwendet hatte das letzte Mal. Ja, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, aber das ist okay. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, das ist ja auch so eine Sache, die wunderbar funktioniert. Eieieiei. Ja, genau das wollte ich vermeiden, aber egal. So, wie gemein ist das Spiel auf einer Skala von 1 bis 10? Ich glaube, der erste Teil ist eine solide 5 mit Stellen, die 10 sind. Hatte ich zumindest so eine Erinnerung. Worauf ich hinaus, weil diese Röhre könnte rein theoretisch ein Garg sein, den ich nicht sehe. Aber der hätte sich dann hoffentlich schon bereits mal bewegt. So. Ich habe eine böse Vorahnung. Okay, never mind. Ja, ich traue dem Spiel einiges zu. Warum ich dieses Level Backtracking City nenne, hat eigentlich nur einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, hier muss man sehr oft zurücklaufen, weil man braucht für das Ende, glaube ich, alle 4 Schlüssel. Auf denen steht übrigens, wenn ich mich recht entsinne und so ich das richtig sehe, A bis D, also für jede einen? Muss ich da lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind auch nur Punkte. Ich glaube, das ist nicht meine Keycard. So, ich habe ein wenig Angst. Und ich habe zu Recht Angst. Okay, der kann da gar nicht darunter fallen. Okay. Okay. Oh. Ja! Spiel, mob meine Aussagen. Ich habe wirklich gedacht, er könnte nicht darunter. Wir gehen straight forward zum Secret Level. Also ich möchte euch Backtracking XXL hier jetzt auch nicht antun. Okay. So, jetzt kommt der Punkt, wo ich glaube ich nicht mehr weiß, wo es ganz genau lang ging. Ich glaube nicht, dass ich darunter muss. Oder muss ich darunter? Ja. Ich habe alles unter Kontrolle. Nicht. Muss ich hier runter? Ich habe irgendwie immer das, die Angst oder die Befürchtung, dass ich runter in einen Garg springe. Das
Sieht ein bisschen nach Sackgasse aus. Oder? Nee, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Glaube ich. Das Secret ist aber auch ein bisschen scheiße gemacht, muss man halt einfach an dieser Stelle mal sagen. Denn, ihr werdet das sehen. Also ich hoffe mal, dass ich es beim ersten Mal schaffe, weil ansonsten muss man das alles nochmal machen. Worauf ich persönlich jetzt nicht so Bock hätte. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also man hört schon, oder man hört schon, man sieht schon, dass, also warum das Level Red Maze City heißt. Obwohl ich meinen Namen besser finde. Okay. Ich glaube, wir haben den Mist vor uns. So. Okay. Wir haben links und rechts da Feuer. Und wir haben unten, ganz unten, Feuer. Ha! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ganz ernsthaft. Ich hätte gedacht, ich verbock das. Aber wie kommt man hier hoch? Ah. Aha! Ja, chill mal? Okay, das wird lustig. Das war nicht so dufte. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen. Ach so. Okay, ich glaube, man muss mit dem Pogo seitlich da so reinspringen. Um ehrlich zu sein, ist es schon doch bestimmt gut paar Jahre her, dass ich das gemacht habe. Von daher verurteilt mich nicht zu hart. Muss irgendwie das richtige Timing erwischen. Nein! Okay, eventuell schneide ich hier auch und wir sehen uns dann halt einfach wieder, wenn ich es geschafft habe. Falls ich es jetzt nicht schaffe. Okay, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück zu Failmania, denn genau das ist passiert, nachdem wir uns eben vor wenigen Sekunden getrennt haben, was für mich zwischenzeitlich schon etwas länger her ist als einige Sekunden. Hatte ich das Problem, dass meine Technik nicht wollte und das habe ich erst zu spät gemerkt. Deswegen fehlt der letzte Abschnitt und ich war auch schon in einem anderen Level drin gewesen und ja, ich musste an dieser Stelle neu laden, weil während der Aufnahme habe ich auch hier gespeichert gehabt und warum passiert so etwas immer mir? Dabei habe ich das doch extra gemacht, damit das nicht passiert. Aber, okay. So, damit sind etwa, glaube ich, 8-9 Minuten der Folge auch schon wieder vorüber, glaube ich. Ich kann es um ehrlich zu sein nicht mehr einschätzen, weil diese technischen Probleme mich doch ein wenig nerven. Und da kommt ein Job, wir sollten da definitiv jetzt noch nicht drüber springen. Das könnte mit unserem Tod enden. Und wir versuchen ja noch immer nicht zu sterben. Ja. Hier in dem Level gibt es eine asoziale Stelle. Aber wir gucken uns das Level ja sowieso erstmal ein wenig an. Das Level ist vollgepackt mit Punkten, was uns, denke ich, auch zugute kommt, weil wir können ja ein bisschen Punkte und damit auch Leben farmen. Wir können übrigens auch nachgucken. Okay. Extra Keen Add. Okay. Wir haben. Okay, das raff ich gerade nicht, egal. So, wir gehen einfach mal hier lang. Ich würde mal sagen, wir meiden das Feuer und gehen erstmal da oben lang, obwohl wir können mal hier gerade gucken, was hier so ist. Ah, Punkte. Und ein Leben. Das Leben nehme ich doch sehr, sehr gerne mit.
Ich entschuldige mich auch dafür, dass schon wieder was in dieser Aufnahme fehlt. Egal. Mit technischen Problemen muss man halt immer rechnen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir ganz besonders. Ach ja, auf das Ende freue ich mich nicht, weil das ist ein wenig gemein. Von daher gucken wir mal, dass wir, nachdem wir hier uns ein bisschen umgesehen haben, dass wir das nach Möglichkeiten beim ersten Versuch schaffen. Falls nicht, muss ich halt direkt wieder dahin gehen und es dann nochmal versuchen. Vielleicht sollte ich erstmal da unten gucken, was da ist, aber... Ich will diese Punkte. Aber ich bin ein wenig zu schlecht gerade. Diese Steuerung ist aber auch eine Katastrophe. Gelinde gesagt. Na, da holen wir uns erstmal, was auch immer da oben ist. Müssen wir etwas an die Kante gehen, weil wir ansonsten den Sprung nicht schaffen. Da waren logischerweise nur Punkte. Und ja. Supi, da gucken wir mal hier. Auch Punkte. Und da unten in der Ecke ebenfalls Punkte. Also viele Punkte, wie schon bereits angekündigt. Ja, das Ende wegen Backtracking City, oder Backtrack City, das war ein bisschen scheiße. Ei, wie das hier. Ich frag mich gerade ein wenig, habt ihr Spaß dabei mir zuzusehen, wie ich versage? Ist das so? Weil bei den anderen Teilen bin ich ja, sagen wir mal, besser. Etwas. Eieiei. Okay. Also, die Keen 1 Steuerungen und ich, wir werden sehr wahrscheinlich nicht mehr warm werden miteinander. Es ist teilweise echt anstrengend, das zu spielen. Weil du gibst dir halt Mühe, dass du nicht irgendwie runterfällst oder einen Sprung verhaust. Und das passiert ganz schnell mal. Vor allem hast du auch immer die Befürchtung, dass du aus Versehen schießt. So wie ich bei meinem sinnlosen Tod damals. Hoppala. Ach ja, der nagt an mir. Er wird ewig an mir nagen. Wollen wir diesen Schuss verschwenden? Nein. Ich weigere mich, für diesen Gag-Schuss zu verschwenden. Ich glaube, wir haben zwar dank Backtracking City wieder genug Schuss. Dass ich da immer trotzdem hängen bleibe, das ist... Ups. Das ist schrecklich. Irgendwie fühlt sich diese Aufnahme auch total komisch an, allein schon wegen den technischen Fehler. Und meiner eleganten Spielweise. Egal, die Punkte da oben lassen wir einfach mal Punkte sein. Ah, ich glaube, hier braucht man irgendwie so eine Art Trick-Jump. Könnte auch mal mit dem Pogo versuchen. Aber die Frage ist, wie kommt man dann von hier weiter? Ich kann es mal probieren. Wir gehen mal ganz am Rand. Ich versuche immer diesen Trick-Jump aus Keen 4 zu machen, wo man praktisch in der Luft noch so eine Drehung macht, aber ich habe keine Ahnung, wie das hier möglich sein sollte. So, hier müsste ich eigentlich doch... Irgendwie bleibe ich da trotzdem hängen. Wow, das geht noch. Gucken wir mal. Gut zu wissen, dass man darauf noch stehen kann, wenn die schwarze Linie noch auf übereinander ist. Okay, ich gebe zu, das war risikofreudig. Ja, bevor ich mich da oben noch weiter blamiere, gehen wir einfach mal zurück und schauen uns das restliche Level an. Und da kann ich auch mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Level dranhängen kann, aber vermutlich eher nicht, weil wir sind, glaube ich, bei 15 Minuten gerade. Selbst wenn ich 30 Minuten spiele, klappt das, glaube ich, nicht so.
War schon mal da oben? Oder kam ich daher? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich glaube, ich kam daher. Egal. Ich will ehrlich mit euch sein, ich freue mich nicht auf das Ende, weil das kann einfach ganz schnell bedeuten, dass das, was ich hier tue, ich gleich nochmal machen muss. Es kommt halt stark darauf an, ob ich diesen Einsprung schaffe, und wenn ich sowas sehe, dann... Leute, ihr werdet gleich sehen, wie ich das nochmal machen muss. Weil dieses Spiel... Weißt du was, ich hole mir erstmal da hinten die Punkte. So, was hast du davon, Spiel? Was hast du davon? Ja, ich bin ein wirklicher Dilettant in dem Spiel. Das glauben mir viele nicht, dass ich in den Teilen so schlecht bin und in den anderen, ja, ich sag mal, doch ganz gut. Ich möchte jetzt nicht sehr gut sagen, weil das klingt eingebildet. Aber ich kann die Teile relativ solide, würde ich mal sagen. Und da haben wir noch einen Garg, den erledigen wir auch mal. Weil wir wollen ja ausnahmsweise mal nicht durch einen Garg sterben. Das Problem ist, der letzte, zugegebenermaßen sogar hinterhältige Sprung, der betrifft unseren guten Freund, den Garg. Und irgendwie konnte ich gerade den Pogo nicht ausmachen. Ah, die Zukunft, wenn ich diese Sprünge sehe. So, daneben Punkten, Punkte und Gefahren. Da oben ebenfalls Punkte und Gefahren, und die besagte Stelle kommt hier. Was ist die Problematik? Ich habe schon noch die Pfeiltaste nach unten gedrückt. Boah, ich kann schon nicht mehr reden. Um zu gucken, was unter mir ist, geht aber nicht, weil das Spiel jetzt Funktion nicht hat. Ich muss von hier darauf springen. Darauf, was ich gerade schon mal verbockt habe. Von daher, ja, genau, verschwind mal. Oh. Da drüben sind einige Garg, die beschützen sehr wahrscheinlich Punkte. Und hier haben wir unseren Freund. Unseren guten Freund, den Garg. Und irgendwie muss ich mich gerade mal strecken, das ist zu viel für heute Morgen. Ja, der Garg, das ist unser Problemfall hier. Und ich hoffe, das hört man jetzt nicht so extrem. Aber ich mache das gerade mal ein bisschen höher, damit ich mich nicht ganz so sehr bücken muss, um einigermaßen verständlich zu sein. So, dann gehen wir mal weiter hoch. Also, man darf den Sprung hier nicht verkacken. Weil ansonsten ist man tot. Man darf auch nicht hängen bleiben, weil ansonsten schafft man es nicht rüber. Man darf nicht zu wenig springen. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch noch eine andere Möglichkeit gibt, da vorbeizukommen. Wenn man Glück hat, kann man eventuell vor dem Garg landen und diesen abschießen. Was durchaus geht, aber das beinhaltet etwas Glück, was ich nicht habe. Ja, das war falsch, weil ich muss so hier hinspringen. Weil da bleibe ich sonst hängen. So, versuchen wir das mal zu timen. Ey. Okay, ich habe einen Schuss vergeudet. Aber ich habe wirklich überlebt, weil ich Glück hatte. Ich hätte hier sterben sollen. Und es regt mich gerade ein wenig auf, dass ich nicht gestorben bin. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass ich nicht gestorben bin. Aber ich hätte es einfach verdient gehabt. Wie viel Schuss habe ich jetzt? Noch 15, das ist okay. Aber, oh. Weißt du, normalerweise sollte man einfach nur da drauf springen. Wenn man etwas Fingerspitzengefühl hat, ist das auch möglich, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Ach, oh. Doppelter Fail. Ich wollte eigentlich da hochspringen und mich tatsächlich verklickt. Egal. Wir haben auf jeden Fall einige Keys zur Verfügung. Ich weiß nicht, geht mehr als 6? Hatten wir vorher 6? Ich weiß es nicht.
Egal, auf jeden Fall fehlen uns gar nicht mehr so viele für den nächsten Extrakien. Ja, das war leider mehr als suboptimal, dieser Part. Von daher, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber wir haben diese beiden Level. Oh. Ah! Siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, das wird, wenn man ins Secret Level geht, automatisch abgeschlossen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir dieses Level das nächste Mal dann ebenfalls abschließen sollen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei dieser schönen Eisstadt wieder, die glaube ich auch sogar Ice City heißt. Wir speichern das einfach mal gerade ab, dass wir das geschafft haben. Und ich würde also mal sagen, dass wir uns das nächste Mal dann wiedersehen und ich hoffe, dass ich dann nicht mehr ganz so hart fehle. Ihr könnt auf jeden Fall schreiben, ob wir Red Maze City so nochmal machen sollen, weil es bietet sich halt jetzt an, weil die wurde ja nicht richtig abgeschlossen, sondern man hat ja einfach nur den Easy Way Out genommen. Ich weiß gar nicht, ist vielleicht sogar ein Teil, das wir benötigen, Red Maze City. Ich bin mir gerade nicht zu hundertprozentig sicher. Was haben wir denn aktuell alles schon? Wir haben zwei von drei Gegenständen, von vier Gegenständen. Ja, genau drei. Man sieht eindeutig, dass es drei sind, deswegen sage ich drei, ne? Also eins ist auf jeden Fall nochmal im letzten Level und das andere müsste dann hier sein oder in Red Maze City. Und da ich das nicht weiß, werden wir, denke ich, auch nochmal Red Maze City das nächste Mal spielen. Aber in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und es tut mir leid, dass es irgendwie das schon wieder ein bisschen was fehlt, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal den Eindruck, die Technik macht, was sie will. Und mit diesen weisen Worten gebe ich nun ab und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.